Hallo und herzlich willkommen bei Privat. Heute sind wir zu Gast in Oberbozen, genauer gesagt im Hotel Gloriette, denn hier sind die beiden gerne, wenn sie Zeit haben und wenn sie in Südtirol sind. Die Rede ist von Christine Mein und Nick Wilder. Christine Meyer-Mein und Nick Wilder sind seit 20 Jahren ein Paar. Sie stammt vom Ritten, er von einer Insel in der Ostsee im Norden Deutschlands. Kennengelernt haben sich die beiden bei einer Filmproduktion, als sich ihre außergewöhnlichen Schauspielkarrieren kreuzten. Die beiden können ohne Übertreibung als das Traumpaar der deutschen Schauspielszene bezeichnet werden. Auf dem Traumschiff haben sie die Welt bereist. In Oberbozen am Ritten sind sie immer wieder gerne. Ihr Zuhause ist Montana in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und hier sind sie nun. Herzlich willkommen, Christine Mein und Nick Wilder. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Ihr seid jetzt gerade in Südtirol, weil normalerweise seid ihr in Montana in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das heißt, das ist ein Urlaub oder? Ja, Urlaub kann man eigentlich nicht sagen. Es ist natürlich schon wieder ein Zurückkehren, auch ein bisschen in die Heimat. Und meine Mutter hat erst ihren 85. Geburtstag gefeiert. Da wollten wir natürlich absolut dabei sein. Und so einmal, zweimal im Jahr bin ich schon da und muss dann mal wieder meinen Schlern, meinen Rosengarten anbeten. Das brauche ich. Hier sind meine Wurzeln. Aber mein Zuhause ist in Montana mit Nick in Helena, da wo wir unser kleines Nest gebaut haben. Oh ja, klar. Ein schönes Nest, wo wir uns sehr wohl fühlen. Nick, du kommst ja auch nicht gerade um die Ecke, wenn du jetzt mit einer Südtirolerin verheiratet bist und in Amerika lebst, aber eigentlich aus Deutschland, genauer gesagt, von einer Insel in der Ostsee stammst. Ja. Das klingt nach einem Weltenbummler. Ja, ein Weltenbummler, so kann man mich bezeichnen. Ich bin ja vom Sternzeichen Schütze. Und man sagt, die Schützen sind die meistgereisten Menschen der Welt. Echt? Ja, habe ich auch neulich gerade in Wikipedia gelesen. Ich bin von der Insel Fehmarn, die lange bis 1860 dänisch war. Daher auch mein Bezug später im Leben zu Dänemark. Und liegt in der Ostsee zwischen Hamburg und Kopenhagen. Und man nennt sie auch die Sonneninsel. Also wir haben die meisten Sonnentage im Norden Deutschlands. Außer Südtirol. Außer Südtirol natürlich. Gut. Ja. Bist du einverstanden, wenn ich mit Christine anfange? Absolut. Zwei Ladies Gäste first. Ist ganz selten im Privat, das hatten wir eigentlich noch nicht. Und deswegen Ladies first, würde ich sagen. Ich mische mich auch nicht ein. Geboren am Ritten haben wir schon gehört, Volks- und Mittelschule in Lengmoos-Klobenstein. Mhm. Das habe ich selber auch erlebt. Deswegen kennen wir uns auch schon eine ganze Weile. Wir sind praktisch Nachbarn gewesen früher, liebe Christine. Stimmt. Aber dann bist du doch zur Handelsschule nach Bozen, so wie wir alle. Hast dann unterrichtet eine Zeit lang. Ja. Und dann ging es irgendwann los mit der Schauspielerei. Aber das war schon mit 14 das erste Mal, ja, oder? Das erste, ja, genau. Das erste Mal, als ich auf der Bühne war, das war mit 14. Mhm. Bei den Ritner Sommerspielen, wo ich auch angefangen habe und wo ich das erste Mal auch Bühnenluft geschnuppert habe. Mhm. Und habe mich irgendwie sofort auf den Brettern da wohlgefühlt. Und musste auch natürlich meinem Theatervater danken, dem Erich Innerebner, der mich da hingebracht hat und der mich auch eine ganze Zeit lang begleitet hat. Und irgendwann mal habe ich mich dann entschlossen, das doch zu meinem Beruf zu machen. Wir werden noch hören, wie es dazu kam. Du bist dann auf der Schauspielschule gewesen in Innsbruck bei Sonja Höfer und Helmut Vlasak. Mhm. Hast da sozusagen Ausbildung gemacht oder halt trainiert für die Aufnahme bei der Schauspielschule. Genau. Und die haben dann gesagt, super, Christine, wir schenken dir gleich vorher. Ja, genau, so war's. Ja, so war's. Und das war natürlich damals eine Sensation. Unglaublich. Weil ich vorher eben durch die Ritner Sommerspiele, ich habe dann auch schon die Verkaufte Heimat gedreht, auch eine Produktion hier in Südtirol. Und irgendwie, weiß nicht, die haben gesagt, also wir schenken dir zwei Jahre, ein Jahr reicht. Und das habe ich dann gemacht und habe dann sehr viel Theater gespielt und wollte dann natürlich auch ins Fernsehen, weil ich gedacht habe, es ist wichtig, dass man diese beiden Komponente hat. Es ist ja so wie der linke und der rechte Schuh. Man kann es nicht miteinander vergleichen, aber man braucht wirklich beide, um laufen zu können in diesem Beruf. Und dann habe ich eine Agentur gefunden und dann ging es mit Fernsehen eigentlich ziemlich schnell los und gut los, was nicht selbstverständlich ist.
Und damals, als ich angefangen habe, haben mich ja sehr viele für verrückt erklärt, weil das war noch nicht so selbstverständlich, als Südtirolerin dann Schauspielerin zu werden, ins Ausland zu gehen. Damals war die Christa Bosch mein großes Vorbild. Wo ich immer dachte, boah, also da möchte ich mal hin, wo die Christa ist. Ich habe sie dann auch später persönlich kennengelernt. Und und dann ging es einfach los. Aber Verkauf der Heimat, weil du es erwähnt hast, das war so ein bisschen das Sprungbrett, auch zu sehen, da gibt es noch mehr außer nur Bühne. Ja, die Verkauf der Heimat oder war für mich schon ein Sprungbrett. Und vor allen Dingen war es für mich persönlich auch eine wahnsinnige Erfahrung, diesen Film zu drehen. Genau. Wir haben das zwar alles in der Schule gelernt, natürlich die Optionszeiten und alles, aber das war schon nochmal ganz was Besonderes und auch meine spätere Freundschaft eben auch mit dem Felix Mitterer, wo ich dann auch ganz viele Sachen und Premieren gespielt habe, von seinen Theaterstücken, die er geschrieben hat, und mit der Karin Brandauer zu arbeiten. Und das war schon eine ganz besondere, wichtige Phase für mich, diese Drehzeit, die verkaufte Heimat. Ich habe versucht nachzurechnen, aber irgendwie komme ich nicht ganz hin. Man darf doch nicht älter als 25 sein, um bei der Schauspielschule, hast du da geschwindelt? Das stimmt, ich habe geschwindelt. Wir haben geschwindelt. Wir werden sehen. Ich habe halt dann angegeben, dass ich nicht 62 geboren bin, sondern 63. Sonst hätte ich nicht bei der Prüfung antreten dürfen. Und da steht auch auf meinem Diplom drauf. Aber es ist schon so lange her und jetzt kann ich wirklich das auch erzählen. Aber sonst hätte ich nicht antreten dürfen zur Prüfung. Dann wäre ich schon zu alt gewesen. Theaterproduktionen in Salzburg, Innsbruck, ich muss ein bisschen lesen, Südtirol, Lana Gaulschlucht zum Beispiel. Dann kamen die ersten Fernsehauftritte in Deutschland. Ein ganz besonderer Moment war, glaube ich, Stadtklinik, oder? Da gab es bis zu 14 Millionen Zuschauer, also eine Quote sensationell. Ja. Kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen. Heute gibt es das nur mehr beim Tatort. Und das war damals wirklich ein Straßenfeger. Das war eine Serie für RTL, wo ich eben nach Köln ziehen musste für 2,5 Jahre. Und das war für mich so der Moment, wo ich auch ein bisschen Abschied genommen habe von Südtirol. Traurig wahrscheinlich. Oder doch ja, irgendwo. Traurig, aber auch ein bisschen. Ich war aufgeregt, weil jetzt ging es irgendwie los. Und ich kann mich erinnern, als ich von Ritten weggefahren bin, habe ich echt geheult bis zum Brennen. Das ist schön. Ehrlich, so ein bewegender Moment war das, weil du gewusst hast, so jetzt weil ich irgendwie gedacht habe, jetzt passiert etwas ganz Wichtiges für mich. Und das war es auch. Und und das war dann für mich so, ich dachte, jetzt geht's los. Jetzt ist es wirklich der Schritt, wo du rausgehst. Und entweder du gewinnst oder du verlierst. Ich war Gott sei Dank auf der Gewinnerseite in dem Moment. Und es hat geklappt. Und dafür bin ich schon sehr stolz auch ein bisschen, muss ich sagen. Christine, das war insofern sehr bewegend, weil für dich klar war, wie schon gesagt, dass du weg musst. Aber warum? Weil du weg von den Eltern. Ich glaube, man muss sich das einfach ein bisschen in Erinnerung rufen, was das damals bedeutet hat. Heute, mein Gott, ist das kein Problem. Da ruft man an, FaceTime, Skype, was weiß ich. Aber damals wegzugehen beruflich war aus Südtirol eine schwierige Entscheidung. Ja, es war eine schwierige Entscheidung. Ich war ja auch in Köln. Ich war ja eingeladen auch zum Casting natürlich. Und habe dann eben diese Rolle bekommen. Und dann einfach zu sagen, ich musste unterschreiben für 3 Jahre und zu sagen, jetzt gehe ich 3 Jahre weg. Und das war damals nicht so selbstverständlich. Heute haben wir sehr viele tolle, gute, wahnsinnig gute Kollegen hier in Südtirol und Südtiroler. Und wir haben das Theater und wir haben auch die Filmlandschaft jetzt Südtirol. Das ist ganz eine andere Zeit gewesen. Und damals für mich war das schon ein bisschen so, ja, als ich da über den Brenner fuhr, Jetzt bist du erwachsen, jetzt musst du kämpfen. So. Es folgte dann nach der Stadtklinik, folgte Anna und Franz in Südtirol gedreht, eine ZDF-Produktion. Das war eine ZDF-Produktion. Dann gab es die Arztserien Fieber Medikopter, da wurde Christine Mein dann bekannt als Ärztin sozusagen. Ich habe nur fast nur Ärztinnen gespielt. Das verbindet uns auch, uns zwei. Stimmt.
Dann kam aber die Kommissarin noch. Und dann kam die Kommissarin und dann kam Pelcher und dann kam, also es kamen ganz viele Krimiserien und verschiedene Auftritte in verschiedenen Filmen. Es lief einfach wirklich rund. Und zwischendurch eben auch immer wieder Südtirol, zum Beispiel eben auch in Meran, Jedermann. Da bin ich auch hin und her geflitzt und es war schon eine sehr aufregende und schöne Zeit, muss ich sagen. Es war schon toll, wenn man dann so nachts aufwacht, in welchem Hotel bin ich, wo, in welcher Stadt bin ich gerade, in Wien, ich bin hier in Frankfurt und so. Es war schon klasse. Cool. Und das Theater hat dir nie gefehlt, weil du es immer wieder ein bisschen gehabt hast. Weil es gibt ja Schauspieler, die sagen, ja, Fernsehen wichtig, da kann man auch gutes Geld verdienen, aber es gibt nichts, das die Bühne, also die Bretter, die die Welt bedeuten, ersetzen kann. Das stimmt, das ist absolut richtig. Es ist für mich sehr, sehr wichtig, ab und zu mal wieder auf der Bühne zu stehen, diesen Kontakt zum Publikum zu haben, dieses auf den Punkt sein zu müssen, weil da fängt man eine Figur an und zieht sie durch bis zum Schluss und lebt wirklich ein Leben. Und beim Film ist es ja so, dass alles durcheinander gedreht wird. Es ist ja nichts chronologisch. Man fängt mit dem Ende an und hört mit dem Anfang auf und zwischendurch. Also es ist eine ganz andere Arbeit. Und ich liebe es sehr, 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 auf der Bühne zu stehen. Auch zusammen mit meinem Mann, das haben wir ja auch gemacht. Zu dem kommen wir jetzt. Und nachher kommen wir dann zu euch beiden. Ich habe mir gedacht, wir tun das ein bisschen so aufteilen. Lieber Nick, wir haben schon gehört, wo du herkommst. Und wir haben auch schon gehört, dass es eigentlich jemanden gibt, der Klaus heißt und vom Bauernhof auf der Insel in die große, weite Welt ging. Aber Klaus hat einfach nicht funktioniert in Amerika. Oder warum hast du auf einmal Nick geheißen? Klaus hat in Amerika nicht funktioniert. Als ich dann mit 40 in den Beruf des Schauspielers einstieg, ging es auch eigentlich schon ziemlich schnell los, aber die Agentur sagte gleich, Klaus geht gar nicht. Das ist sowas von Deutsch, das ist wie Hans, wie Jürgen, also Peter geht ja noch, aber das war so ein typisch deutscher Name und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Und die waren aber begeistert von meinem Nachnamen, Wilder, das klingt toll. Und ist ja auch ein englischer Name. Und dann schlug ich vor, mein Urgroßvater hieß Nikolaus. Und er sagte, ja, Nicholas Wilder. Nee, viel besser, Nick Wilder. Das rollt so richtig von der Zunge. Und schon war Nick Wilder, das war also, glaube ich, eine Sache von einer Viertelstunde, da war mein Name geboren. Die Insel Fehmarn, da kommst du jetzt irgendwie wieder hin zurück. Aber dazu später mehr. Reden wir zunächst über die Schülerband Flambia Kaifos. Die waren mal auf Platz 2 bei den Schülerbands in Deutschland und du warst der Frontman, oder was hast du da gemacht? Ja, ich habe damals die Band gegründet und das war mein erster großer Traum. Ich hatte Gitarrenspielen, also Gitarre gelernt beim Gitarrenlehrer und er hat dann so Zupfhansel-Sachen gemacht. Und das, wir hatten ja damals die Beatles, die Rolling Stones im Kopf und ein Schulkamerad hatte dort auch Gitarrenunterricht und dann haben wir gesagt, nee, das wollen wir nicht machen. Nach der dritten Stunde sind wir abgehauen, haben uns das selber beigebracht. Damals habe ich auch die Mundharmonika gelernt, also Blues-Mundharmonika. Und dann wollten wir eine Band aufmachen und dann kam nach einem Jahr, die Bild-Zeitung hatte einen Wettbewerb bundesweit ausgeschrieben und da hatten wir eigene Kompositionen auf Tonband aufgenommen und dorthin geschickt und wurden dann von 160 verschiedenen Bands eingefahren mit einer Opel-Stafette damals. Das war ganz besonders. Wir sahen aus, total bekloppt aus. Wir hatten Groupies sogar, die haben unsere Korthosen ganz eng angenäht. Also 60er Jahre. 60er, ja. Mit, das war 70, also Ende 60er. Die Haare wurden topiert. Ja. Wir sahen so bekloppt aus. Aber wir wurden zweitbeste deutsche Schülerband und ich hatte meinen Traum erreicht und mache heute noch Musik. Ich spiele heute noch in Bands mit, also mit Mundharmonika und Gitarre. Cool. Und ohne Musik würde das Leben nur halb so viel wert sein. Obwohl dein Vater gesagt hast, Sohn, du kannst alles machen, aber nicht Musiker und schon gar nicht Schauspieler. Genau, das war damals schon mit 17, 18 Jahren, wurde er schon eingetrichtert, also, weil die das so ein bisschen als brotlose Kunst angesehen haben. Da verdient man nichts und das ist nichts. Also 1971 bist du dann nach Amerika und wenn ich richtig gerechnet habe, warst du da gerade mal 18 Jahre alt. Ja. Das muss man sich mal vorstellen, 1971. Heute, okay, was hat dich da einmal und Gott getrieben, dass du da unbedingt hin wolltest und vor allem von zu Hause weg? Das hat natürlich auch was mit der Musik zu tun. Damals hatten wir auf Fehmarn ein großes Musikfestival, so à la Woodstock. Jimi Hendrix hat da gespielt. Das war für mich ein Gott.
Und dann hatte ich auf der Insel auf einem Karnevalsfest einen Amerikaner kennengelernt. Und der hatte mich eingeladen und meinte das auch wirklich ernst. Und da stellte ich mir vor, auf einmal jetzt nach Amerika zu gehen, die Musik, diese ganze Kultur, mittendrin zu sein. Ja, ich habe dann einfach den Sprung gemacht. Ja, aber dein Vater wird dir das nicht spendiert haben. Das war damals so, wir sind die zweitbeste deutsche Schülerband geworden und irgendwie konnten wir auch nicht mehr erreichen. Und unser Drummer, der war der einzige von uns Jungs, die nicht sitzen geblieben sind. Der hatte dann Abitur gemacht und musste zur Bundeswehr. Und dann löste sich die Band auf. Ich habe meinen Verstärker verkauft und noch ein bisschen dazu gespart. Und da hatte ich genug Geld für ein Ticket, bin zur amerikanischen Botschaft nach Hamburg, habe mir heimlich ein Visum geholt und habe meinen Eltern dann die Botschaft gegeben, in 3 Tagen bin ich weg nach Amerika. Also meine Mutter hatte fast einen Herzinfarkt und man hat mich aber ziehen lassen. Und ja, es war ein unglaubliches Erlebnis, das mein Leben absolut verändert hat. Wir werden noch ein bisschen darüber sprechen. Zunächst dann aber zurück nach Deutschland, Holzwirtschaft in Hamburg studiert, mit 30 dann einen Surfladen in Florida aufgemacht. Mit 25 schon in Dänemark. In Dänemark und dann, da studierte ich noch und während des Studiums wurde ich dann Weltmeister im Windsurfen und hatte dann diesen Drang irgendwie, jetzt habe ich einen Titel, jetzt muss ich in die Richtung gehen und habe dann in Amerika einen Windsurfladen aufgemacht, in Fort Lauderdale, Florida. 10 Jahre lang hast du den betrieben? 10 Jahre lang, ja. Und da fing das dann mit der Schauspielerei an, weil du erst als Model, glaube ich, gearbeitet hast, oder? Ja, ich hatte, das ist auch wieder, da kam ich wie die Jungfrau zum Kind, eine Freundin, die war Model und da habe ich einen Lift gegeben zu ihrer Agentur nach Miami und da kam die Besitzerin raus und fragte, wer ich dann wäre, ob ich auch ein Model wäre. Und ich habe erstmal ja gesagt. Ich dachte, nein, kann man immer später noch sagen. Und da fragte sie mich, wo ich dann arbeiten würde. Ja, ich dachte, ja, also in Kopenhagen, weil mein Bezug zu Dänemark damals ja schon war. Und dann meinte sie, wie kannst du mit dir so langen Haaren arbeiten in Dänemark? Ich sage, ja, ich bin eigentlich hier, um einen Windsurfladen aufzumachen. Ah, du windsurfst, was machst du noch? Ja, segeln, tauchen, Wasserskifahren. Boah, dich können wir gebrauchen. Würdest du dir die Haare abschneiden lassen? Das war für mich damals eine extrem schwere Entscheidung, denn ich hatte seit meinem 14. Lebensjahr für meine langen Haare gekämpft und jetzt sollte ich sie mir abschneiden. Ich kam mir fast vor wie eine Prostituierte, um jetzt Geld zu verdienen und habe es dann gemacht und ja, das war dann sehr erfolgreich und diese Windsurferei hat mich dann auch zum Film gebracht, denn man suchte für einen Werbefilm jemanden, der windsurfen konnte und das konnte ich nun wirklich gut, musste dann aber, weil es unter den Prämisse der Screen Actors Guild der Gewerkschaft war, musste ich in die Gewerkschaft eintreten. Und das ist ganz schwer, da reinzukommen. Aber so war ich schon in der Gewerkschaft drin und einige Wochen später rief mich eine Agentur dann an, ob ich Komparse sein möchte bei Miami Vice. Wusste natürlich damals überhaupt keiner, was das war. Das war dann so Mitte der 80er Jahre. Das war 84. 84. Und dort sollte ich eigentlich nur im Hintergrund agieren und dann fragte mich jemand, ob ich mir nicht ein paar weiße Klamotten anziehen möchte. Ich sollte Richter auf einem Boot sein von einem Bootsrennen und hatte 2 Sätze. 2 Sätze. Und da ich ja schon in der Gewerkschaft war, konnte ich jetzt auch also Akteur mit Text sein. Und so ging das alles los. Und so ging dann auf einmal, stolperte ich da rein und dann nach mehreren Jahren habe ich dann gesagt, also die Windsurferei war jetzt auch irgendwie abgenutzt und es war der Traum war ausgelebt. Und da hatte eine Wahrsagerin zu mir gesagt, du brauchst eine zweite Bühne. Und daraufhin, das habe ich dann als Anlass genommen, mich mit der Schauspielerei zu beschäftigen, mit einem Theaterlehrer. Aber da warst du schon relativ, verzeih, wenn ich das so direkt sage, alt ist jetzt vielleicht übertrieben, aber 39, du hast jetzt nicht gerade mit 20, 25 in Köln unterschrieben oder ein bisschen später, sondern da warst du schon eigentlich auf einem ganz anderen Lebensweg unterwegs. Ja. Aber das ist dieser Revoluzer in dir, der Lausbub von der Insel. Ja, ich weiß nicht, aber dann rüber zu gehen nach Hollywood, alles aufzugeben und den Laden fast verschenkt, weil ich einfach meine Freiheit wieder haben wollte und das machen wollte, was ich mir so erträumte und bin dann rüber und hatte diese Blauäugigkeit, die man auch braucht. Denn jeden Tag kommen da 5.000 Leute an, die Schauspieler werden. Wollen bei Roland Emmerich Stargate mitmachen, so wie du. Genau, und am gleichen Tag fahren aber 5.001 wieder zurück und haben diesen Traum irgendwie, es hat nicht geklappt. Hast du einfach Glück gehabt, Nick?
Ja, aber ich sag mal, Glück und Arbeit gehen Hand in Hand, weil ich, also das war schon ein Kampf. Es ist, also Los Angeles ist ein Überlebenskampf. Mhm. Denn man sagt immer in Los Angeles, wenn jemand fragt, was machst du, bist Schauspieler. Ah, okay, in welchem Restaurant arbeitest du? Das heißt, jeder Schauspieler hat da eigentlich hat noch einen, Job einen Nebenjob. Mhm. Aber es ging dann ziemlich zügig los mit Roland Emmerich, dem Stargate, einem Welterfolg, in dem ich gleich am Anfang zu sehen bin. Keine große Rolle, aber es war für mich der Eintritt ins Filmgeschäft. Das klingt alles so wie ein, ja, viele würden sagen, vielleicht wie ein Traum, wie eine Traumkarriere. Aber es gibt auch Momente, wo es schwierig war. Wo du gesagt hast, ich bin hier ganz alleine in Amerika, wie geht's weiter? Oder hast du nie gezweifelt? An dir selbst oder an dem, was du machst? Doch. Also die Ängste habe ich natürlich, wie jeder Mensch, der morgens aufwacht, irgendwie Pläne hat oder Träume hat. Wird das was? Von diesen Ängsten war ich nicht frei. Aber man stellt sich dann der Herausforderung und entweder es klappt oder es klappt nicht. Und die Niederlagen sind ja die, wo man dann am meisten draus lernt. Und dann so kleine Erfolge geben einem wieder den Antrieb, also irgendwie, da ist noch was. Also ich hatte so ein Bauchgefühl war das. Aber einfach. Man braucht schon auch für die Schauspielerei eine bestimmte Portion Draufgängertum, sage ich jetzt mal. Also muss ein Draufgänger oder eine Draufgängerin sein, um da bestehen zu können. Also vorhin, als ihr darüber sprach, dass meine Frau ab und zu ein bisschen flunkert, damals mit ihrem Alter. Ich habe damals in Los Angeles mein Resümee, was ich abgegeben habe, die Hälfte davon war gelogen. Also das musste man einfach machen, man hatte ja nichts, auf das man zurückgreifen konnte. Nur ein paar Bilder und eine Szene irgendwo in einem Werbe. Da muss ich teuer verkaufen, sagen wir so. Man muss sich gut verkaufen können, ja. Das gehört wahrscheinlich auch dazu. Hallo Herr Kaiser, Hamburg-Mannheimer. Mhm. Wie kam es denn dazu? Ich meine, das kennen wir wirklich alle. Und das ist vielleicht für einen Schauspieler dann auch ein Stück weit so, ja, man kennt mich nur aus der Werbung, nur unter Anführungszeichen. Aber das war dir eigentlich egal, weil du hast gesagt, ich komme wieder zurück nach Deutschland. Es gab dann, glaube ich, eine Sat.1-Soap, die hieß Die Wagenfels, ist das richtig? 1997, wenn ich richtig. Ja, vielleicht kommen wir da wieder drauf zurück. Also mein Vater damals eben sagte, kein Schauspieler und kein Musiker, weil da verdient man kein Geld. Und ich hatte damals in Los Angeles eine Nachbarin, die in einer Serie mitspielte. Und nach 6 Episoden wurde das abgesetzt. Die hatte sich mittlerweile aber schon eine Wohnung gekauft und ein teures Auto geleast. Und die Spirale dann, die soziale Spirale, wie die schnell die nach unten ging, das hat mich schon ziemlich erschrocken. Das war für mich auch ein guter Lehrstreich. Und da habe ich mir gesagt, und ich sage auch immer anderen Schauspielern, in einer Soap mitzuspielen oder Werbung zu machen, ist überhaupt keine Schande. Man muss ja irgendwo seine Miete zahlen können. Und damals war ich öfter wieder in Hamburg, also in Deutschland, und hatte in Hamburg eine Casterin kennengelernt. Aber das war Zufall oder hat es dich doch irgendwie wieder in die Heimat gezogen? Darauf nee, das war in mehreren Besuchen in Deutschland. Das war, es gibt es Zufälle, weiß ich nicht, ist es Bestimmung? Das ist immer die große Frage. Und die rief mich dann an, da hatte ich, glaube ich, die hat mich 9-mal immer auf meinen Deutschlandbesuchen angerufen, hat gesagt, du bist gerade in Deutschland, ich habe da was, stell dich mal vor die Kamera. Und ich glaube, eine Trefferquote von 90%, und das war dann immer mit der Besuch in Deutschland mit Geld verbunden. Ich habe immer Geld verdient, jedes Mal, wenn ich in Deutschland war. Und da rief sie mich in Amerika an und sagte, kennst du den Herrn Kaiser? Das war mir eigentlich kein Begriff, weil ich schon so lange weg war. Ja, das ist dieser Versicherungsmensch, die suchen einen neuen Herrn Kaiser. Und zwar den James Bond der Versicherung. Und du passt genau drauf. James Bond der Versicherung. Und nach 4 Wochen rief sie nochmal an und sagte, kommst du jetzt oder kommst du nicht? Weil die machen jetzt die Kameras dicht. Die haben jetzt schon über 160 Leute gecastet. Und dann stand ich eben vor der Entscheidung in Los Angeles, nehme ich meine Kreditkarte und ziehe die mal eben durch mit $1,500. Ein Flug nach München. Mein Bauchgefühl hat gesagt, mach es, ist durchgezogen und bin rübergeflogen und ich wurde Herr Kaiser. Und dann kamen viele andere Produktionen. Ich glaube, Wolfgang Rademann ist ein Name, der ganz wichtig ist für euch beide, weil das ist der Produzent von Traumschiff bzw. Schwarzwaldklinik und viele andere erfolgreiche TV-Serien. Und beim Traumschiff habt ihr euch kennengelernt, richtig? Nein, wir haben uns kennengelernt schon ein Jahr früher bei Unser Charlie. Das war diese wunderbare Kindersendung mit dem Schimpansen. Da haben wir uns kennengelernt und dann hat mich der Wolfgang Rademann besetzt für eine Rolle im Traumschiff. Das war diese Millennium-Folge 2000 und da habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut.
bin dann da auch hingeflogen und vorher haben wir uns noch getroffen, glaube ich. Ich aber war da wart ihr noch nicht zusammen? Oder doch, wart ihr da schon ein doch, Jahr? Ja, verliebt. Also ich habe da noch gedreht in Frankfurt und dann haben wir uns in Hamburg gesehen und dann sind wir nach Dänemark, hast du mir das Haus in Dänemark gezeigt. Und da waren wir dann 3 Tage und dann bin ich nach Hause, Koffer gepackt und dann eben aufs Traumschiff. Und man darf ja beim Traumschiff jemanden mitnehmen. Und meine Mama, die hatte irgendwie keine Zeit oder irgendwie ging das nicht. Und dann habe ich gesagt, Nick, ach, schade. Also es ist so toll, wir haben natürlich getelefoniert, immer wann es irgendwo ging, weil das war ja nicht so, ja, dass wie heute. Da musste man ja schon cool irgendwie schauen, dass man telefonieren konnte. Und es war teuer damals. Und es war teuer, das Telefonieren, ja. Und habe ich gesagt, du, wir sind gerade in Vietnam und fahren jetzt da in Bali ein und komm doch. Es ist alles so toll, nein, und es ist so klasse. Und der Nick sagt, oh scheiße, ich bin hier in Hamburg und es regnet und oh, ich wäre so gern da und ich kriege kein Ticket. Ja, und alles gelogen. Und so. Es war alles gelogen, er war nämlich schon am Flughafen. Und wir fuhren da, also Balboa ein, auf Bali, in den Hafen und cool. Ich war unten im Fitnessraum, war auf dem Stepper und dann kam Wolfgang runter und sagte, Kleine, kannst du mal hochkommen, da ist was abgegeben für dich und das musst du selber mal unterschreiben. Und ich sage, mein Gott, Wolfgang, kannst du das nicht für mich machen? Nee, das komm, jetzt runter. Und dann bin ich mit ihm rauf, Treppen hoch, da Fritz hieß diese Bar auf der MS Deutschland. Der alte Fritz, und ging er durch die Bar durch und dann sagt er, ach, hätte ich ganz vergessen, das ist ja hier. Und ich drehe mich um und da steht der Nick. Und dann bin ich natürlich ausgeflippt total. Aber und so bist du aufs Traumschiff gekommen? Ja, ja, sowas hat natürlich der Wolfgang Rademann geliebt. Also ich hatte natürlich mich vorbereitet, hat den Produktionsleiter angerufen, dass der mich dann heimlich in Bali aufs Schiff bringt. Und als ich dann reinkam an die Rezeption, stand dieser Mann da, den Christine mir schon in Telefongesprächen beschrieben hat. Da dachte ich, das muss dieser Herr Rademann sein. Und habe mich dann vorgestellt und da sagt er, warte, bist du jetzt ja die ganze Welt geflogen, um die Kleine zu sehen? Wie machen wir das denn jetzt? Und ja, da haben wir den Plan geschmiedet, dass er sie dann eben nach oben holt. Und so haben wir uns kennengelernt. Und das ist jetzt 20 Jahre her. Und ihr seid wie oft um die Welt gefahren mit dem Schiff? Oh. Du dann als Arzt? Später als Arzt 10 Jahre. Mindestens 10 Mal linksrum, 10 Mal rechtsrum. Also, es gibt keinen Platz, den wir nicht gesehen haben, was natürlich ein wahnsinniges Geschenk ist, wenn man so etwas erleben darf und kann und nebenbei noch arbeitet und Geld verdient. Ist ja wie ein Traum, alles. Ja. Traumschiff. Traumschiff, ja. Frau Dr. Katrin Salzmann. Möchtest du meine Frau werden? Ja. Vielen herzlichen Dank, ihr Lieben. Wir haben über vieles nicht sprechen können, über viele Filme, über viele Abenteuer und über viele andere Dinge. Aber nicht unerwähnt bleiben soll dieses Werk, meine Damen und Herren. Ich muss es auch noch lesen, muss ich gestehen. Ich habe es nicht geschafft, das im Vorfeld der Sendung mir anzuschauen, aber es ist lesenswert, hat mir Nick versprochen und ich habe nur so ein bisschen drin gestöbert und kann sagen, ja, das muss man gelesen haben. Da steht ja auch ganz viel drin, nicht nur über dich, ich nehme auch über Christine, oder? Ja, 20 Jahre sind 20 Jahre. Kennengelernt haben. Es geht aber in dem Buch natürlich nicht um den Schauspieler so viel, Nick Wilder. Es geht mir dieser Weg, wie ich da hingekommen bin. Also dieser kleine Bauernsohn, der geträumt hat und dann irgendwie die Welt erobern wollte, das ist es. Und die Leser, die Rückmeldung jetzt, die ich bekommen habe, die Leute schreiben immer, ich habe geweint und ich habe gelacht. Danke für dieses Buch und sehr viele Lebensweisheiten und im Rückspiegel war das Leben wirklich wilder, als man denkt. Ihr Lieben, vielen herzlichen Dank für dieses schöne, spannende, interessante und sehr bewegende Gespräch. Ich wünsche euch alles Gute auf dem Weg nach Hause nach Montana. Kommt bitte bald wieder und alles Gute für die Zukunft. Danke. Dankeschön. Ihnen ein Dankeschön fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Das war privat. Ich hoffe, Sie sind das nächste Mal auch wieder mit dabei. Bis dann, auf Wiedersehen und machen Sie es gut.